Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Pokémon Schwert. Wir müssen jetzt wieder mal jede Arena abklappern, um da die erzwungenen Dynamax-Pokémon zu vernichten. Hallo, Professorin. Ah, ne. Quatsch ich mit dir oder quatsch ich mit dir? Ich glaube, ich quatsch mit dir. Hallo, Roy, der Dragon Trainer. Hey, ein Glück, dass ihr da seid. Ein Stadion steht kurz vorm Einstürzen. Es steckt voller herumwütender Dynamaximierter Pokémon. Voller, heißt es, es sind mehrere. Es liegt daran, dass die Kraft der Wundsterne missbraucht wird. Was im Ernst? Als ob wir nicht schon genug Sorgen hätten. Egal, jetzt kümmern wir uns zuerst um die Dynamax-Pokémon. Jetzt, wo ihr da seid, kriegen wir das ratzfatz erledigt. Wir packen das an. Stimmt, Sakator? Ja doch. Easy, Bruder. Na, wenn das mal nicht das allerbeste Team sind... Wenn wir mal nicht das allerbeste Team sind, dann weiß ich auch nicht. Ja, ich bin der Champ, ich würde das auch alleine machen. Netz, auf dich zähle ich ganz besonders. Schließlich bin ich im Halbfinale bei dir ja förmlich gegen die Wand gerannt. Du bist ein Profi darin, meinen Dynamaximierten Pokémon das Leben schwer zu machen. Heute sind wir keine Gegner, sondern ein Team. Wollen wir die Arbeit nicht unter uns aufteilen? Okay, jeder nimmt sich ein Dynamax-Pokémon vor und versucht es zu besänftigen. Los geht's! Aber selbst Mano a Mano ist easy, wenn man den Typvorteil hat. Tja, einfach mal ein bisschen nachdenken. Easy. Bin so schade, dass ich es mir nicht fangen kann. Willst du jetzt einen Fangversuch starten? Nein, das darfst du nicht. Verdammt. Wow, was für ein Teamwork. Das war ganz große Klasse, Leute. Noch schnell ein Foto zum Andenken? Das muss einfach sein. Ja, der gute alte Selfie-Guy. Okay. Um die Pokémon kümmere ich mich, keine Sorge, ich krieg die ihm nur wieder fit. Und Dakator, wenn du hier Hilfe brauchen solltest, sag einfach Bescheid, ja? Am Ende brauchen wir garantiert nochmal seine Hilfe, um gegen irgendein super krasses Mega-Dynamax-Pokémon anzukämpfen, oder? Garantiert. Ein Wort von dir an Roy, eil zur Hilfe, das verspreche ich. Und Netz, irgendwann brauchen wir zwar eine Revanche, diesmal aber ohne Dynamax. Netz hat so gar keinen Bock drauf. Ihr habt doch eben gesagt, dass irgendwer die Wundsterne missbraucht, oder? Nehmen wir mal stark an, dass ihr an der Sache bereits Nachforschungen angestellt habt. Dann macht weiter so. Das Klarstadion ist derweil mit mir in sicheren Händen. Ciao. Dann machen wir mal weiter so. Ja, dürfen wir weitermachen oder nee? Diese beiden Pappnasen haben sich ziemlich viele Wundsterne geschnappt. Kein Wunder, dass sie jetzt viel mehr Pokémon Dynamax maximieren können. Gut möglich, dass unsere Probleme jetzt erst richtig anfangen. Gibt noch 3 Stadien mit durchgedrehten Dynamax-Pokémon. Lasst uns keine Zeit verlieren. Okay, dann schnappen wir uns die auch mal. Was geht denn im Kampfstadium ab? Hallo. Hallo Leute, seid ihr etwa hier, um mir aus der Patsche zu helfen? Sieht's aus. Wie ist denn der Stand der Dinge hier? Die Evakuierung der Leute ist gerade abgeschlossen. Als nächstes wollte ich mich um die Dynamax-Pokémon widmen. Okay, das packen wir mit vereinten Kräften an. Oh, vielen Dank. Dass es mit mehreren Pokémon zu tun haben, sollte sich jeder jeweils eins vornehmen. Ich verlasse mich auf euch. Auf, los geht's. Hier haben wir ein Glück, dass es gerade 4 sind. Und hat die Region ein Glück, dass der Champion hier an der Sache teilnimmt. Ich mich der Sache widme, dann ist das überhaupt kein Problem, die Dynamax-Pokémon zu erledigen. Wie man sieht. Bada boom, bada bang, bada ciao. Okay, dann wollen wir gleich mal zum nächsten. Ich kann euch gar nicht genug danken. Mit vereinten Kräften haben wir es geschafft, die Dynamaximierten Pokémon zu beruhigen. Wir werden uns hier im Stadion gut um sie kümmern. Seid also unbesorgt. Du hast was gut bei mir, Kator. Lass mich also ruhig wissen, wenn dir mal das Wasser bis zum Hals steht. No problemo, amigo. Wenn eure Hilfe noch woanders gebraucht wird, lasst euch bitte nicht von mir aufhalten. Ich habe die Lage hier im Passbeck-Stadion schon im Griff. Alles klar. Machen wir. Easy. Es gibt noch andere Orte, an denen Turmende Dynamax-Pokémon in ihr Unwesen treiben. Wir sollten uns so schnell wie möglich um sie kümmern, Akator. Wie es aussieht, müssen wir uns noch 2 Stadien vornehmen. Hier sind wir auch schon im ersten. Der gute alte Bettis. Ihr? Hier? Bettis, was ist mit den Dynamax-Pokémon? Pff,
Dachtet ihr etwa ernsthaft, dass sie mir irgendwelche Probleme bereiten würden? Mir? Einem Feen-Arena-Leiter der absoluten Spitzenklasse? Ach ja, stimmt. Du bist ja jetzt Arena-Leiter. Nur bei der Spitzenklasse bin ich mir nicht so sicher. Ich rechne in der Annahme, dass ihr hier seid, um mir zur Hand zu gehen. Nichts für ungut, aber ein Trainer der absoluten Spitzenklasse braucht keine Hilfe. Nur zur Erinnerung, ich bin der Champion. Also mal kurz, ne? Ein einfaches Danke hätte es auch getan. Wir haben uns Sorgen gemacht. Mit so einem unausstehlichen Arena-Leiter kann die nächste Arena-Challenge ja heiter werden. Olivia! Olivia hat mich hinters Licht geführt und für ihre Zwecke missbraucht. Wovon jetzt an entscheide ich über mein Leben. Ich, ganz allein. Und ich entscheide, dass wir beide auf der Stelle gegeneinander kämpfen, Arkator. Ich will ja kein Spielverderber sein, aber dafür haben wir echt keine Zeit. Immer mit der Ruhe, mein Junge. Meine Quizfragen konntest du damals auch mit dem kühlen Kopf beantworten. Es besteht kein Grund, jetzt die Fassung zu verlieren. Bettys hat eigenhändig 3 Dynamax-Pokémon bezwungen und euch somit gewissermaßen etwas zusätzliche Zeit erkämpft. Außerdem lässt er sich nicht mehr von anderen bei seinen Entscheidungen beeinflussen. Wobei ich ihm schon ein Stück weit meinen Stempel aufgedrückt habe. Jetzt, wo sie es erwähnen, ja, das haben sie wohl. Wer 88 Jahre auf dem Buckel hat, wird ja bestimmt auch die ein oder andere nützliche Weisheit parat haben. Egal, das hier hat nichts mit Papella zu tun. Dieser Kampf ist allein meine Entscheidung. Also los, lass mich nicht länger warten. Kämpf mit mir. Ja, okay. Ich habe meine Pokémon, musst du schnell wieder bei Null anfangen. Doch die harte Arbeit hat sich gelohnt. Hiermit bekommst du eine exklusive Kostprobe davon, wie weit es mich gebracht hat. Okay, also kein Dynamax-Pokémon, sondern Feen-Pokémon. But why? But why? Du hast doch eh keine Chance, Mann. Meine Zeit als Arena-Leiter hat mich stärker werden lassen als dich. Ich glaube, meine Zeit als Champion hat mich stärker werden lassen als dich. Wenn das so funktioniert. Wie dem auch sei. Ich habe immer den Typvorteil und es gibt nichts, was du dagegen tun kannst. Deswegen, lass es uns schnell zu Ende bringen, denn ich habe noch andere Sachen zu tun. Ich mag Flurkiefer, setz kein Flurkiefer gegen mich ein! Feuerball, Junge! Wow, danke für gar nichts. Das macht keinen Schaden. Du beißt quasi auf Feuer rum. Das ist vielleicht nicht so die gute Idee. Beiß darauf rum. Klick-Klack, Boom! So ein Feuerball, Junge! Nice. Oh, was hast du noch, hä? Show me what you got. Gardevoir! Oh, niedlich! How about Tentante, Alter! Komm ran! Ich rechne in der Annahme, dass wir hier nicht Steine maxen dürfen. Ich meine, wir sind zwar im Stadion, aber... Sag mal, wenn wir deine maxen dürfen, dann mache ich das direkt. Nee, dürfen wir nicht. Schade Schokolade. Hätte auch Tarnsteine erst aussehen können, aber egal. Mein Gott, Gardevoir sieht eine Attacke voraus. Ich sehe Gardevoirs Tod voraus. Bing! Und tschüss. Die Attacke mich trifft und ist der Kampf schon längst vorbei. So viel kann man, glaube ich, sagen. Tentatel kriegt auch noch ein Level ab. Geil. Galopp, Alter. Wow. I'm impressed. Well, actually not. How about Gyroball? Ja. Nope. Das bringt auch nichts. Auch Psycho-Attacken prallen an meinem krassen Tentantel ab. Weil Tentantel einfach krass ist. Oh, Galoppa. Was hast du als letztes? Selimbrim. Ach, dieses Hut-Pokémon. Du könntest tatsächlich der stärkste Champ sein, den die Galar-Region nie hatte. Okay. Sei mir ehrlich. Dann werde ich dich zuerst von deiner Hochform auflaufen lassen und dich anschließend besiegen. Okay. Aber du kannst mich ja nicht mal jetzt besiegen, wenn ich nicht meine Hochform habe, also von daher. Es ist vielleicht schon ganz richtig, dass dein Pokémon gerade erschaudert. Du willst dich buffen? Aber du bist halt auch nicht Buffy. Deswegen bringt dir das halt einfach alles nichts. Gyroball! Boom! Wow. Okay. Au, ouch, ja, das war dolle weh. Dolle, sehr dolle weh, ja, auf jeden Fall. Hm, ja. Hm. Magieflamme. Ist das ein Feuermove? Oh, it is!
Damit habe ich nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Na gut. Wenn es den Tante nicht schafft, dann holen wir halt den König. Denn der König wird es richten. Oh, er ist ein Drachen-Pokémon, richtig? Nun, der König zieht sich vorerst zurück und überlässt Labras das Feld. Daran habe ich jetzt überhaupt nicht gedacht. Was vielleicht keine gute Idee ist. Egal. Ja, Zauberstein, kannst du ruhig machen. Überhaupt kein Thema. Au, das macht ja selbst Labras Schaden. Labras ist bulky. Okay, machen wir mal. Oh, Labras hat eine Startattacke, das habe ich gerade vergessen. Let's go, buddy boy. Beep, 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 beep. Sieht schmerzhaft aus. Dein Psychokäse kannst du dir sonst wohin stecken. Labras, halt es aus. Holy crap, Alter. Echt viel Schaden, ne? Gut, Alter, das finde ich überhaupt nicht gut. Obwohl er fast 10 Level unter mir ist. Ja, genau, setzt eine Top-Gewesung ein, Alter. Was soll das denn? Was soll das denn? Schmalhorn! No! Okay, ich glaube aber, ich bin als zweites dran. Deswegen setze ich jetzt mal auch. Weißt du, was du kannst, kann ich schon lange mit meinem Freund. Aber ich setze keine Top-Gewesung ein, wäre ja auch Quatsch. Wenn eine Kraftwurzel. Ja, eine Kraftwurzel völlig ausreicht. Also nicht komplett, aber reicht auf jeden Fall aus. Hm, lecker Wurzeln. Psychokäse! Au. Alter. Macht mir fast 120 Schaden, ne? Würde Labras vielleicht doch voll heilen, damit ich zwei Angriffe aushalte. Dann brauchen wir halt doch einen Hypertrank, halt dann später 200. Habe ich keine Top-Tränke gekauft? Nee. Dann nehmen wir eine Top-Genesung. Was soll's? Top-Genesung, go! Hätte mir echt Top-Tränke kaufen sollen. Egal. Diesmal halte ich das aber aus. Oder? Oh ja, ganz knapp. Ganz knapp und meine Spezialverteilung sinkt auch noch. Also könnte es sein, dass ich es nicht aushalte. Schauen wir mal, ne? Schauen wir mal, wer hier was aushält. Oh, ich greife zuerst an. Greife ich. Habe ich immer zuerst angegriffen? Egal, wie dem auch sei. Ich habe gewonnen, nur darauf kommt es an. Easy. Mehr oder weniger. Nice. Wuhu. Unmöglich. Das kann gar nicht sein. Ich bin noch ein Arenaleiter. Ich bin der Champ. Hallo. Hä? Hallo? Irgendwie? Machen? Also wirklich. Endlich kann ich dich als Champ anerkennen. Vielen Dank für diesen Kampf. Ich habe dich schon in der Vorrunde besiegt. Also, was soll das? Es fällt mir schwer, das so offen zuzugeben, aber du hast mir damit auch einige meiner Schwachstellen aufgezeigt. Ich werde an mir arbeiten und ein besserer Trainer werden, solange ich sich das Potenzial von Fate Pokémon vollends ausgereizt habe. Yeah. Trainer, ist es erstmal meine Pflicht, das Stadion wieder auf Vordermann zu bringen. Dieser Pokémon-Kampf eben war pinker als eine Herde Pipi. Herrlich! Okay. Tschüss, alte Hexe. Weird. Obwohl er nicht mehr an der Arena-Challenge teilnehmen durfte, konnte Betty sich einen Weg ins Turnier erkämpfen. Es wird allen Waschen gewaschen. Das muss ich ihm lassen. So langsam verstehe ich auch, wer es zum Arenaleiter gebracht hat. Er mag zwar manchmal meistens etwas anstrengend sein, aber als Trainer hat er es echt drauf. Die Sache im Ernst? Ja, bei eurem Kampf war ja nicht zu übersehen, wie er sich ins Zeug gelegt hat. Wir scheinen ja massig Zeit zum Plaudern zu haben. Soll ich euch vielleicht noch einen Tee aufsetzen? Schon kapiert, du hast ja recht. Weiter geht's. Ein Stadion ist es noch, richtig? Scheint, als hätte sich die Lage in der meisten Stadien entspannt. Jetzt bloß sich nachlassen. Bei uns liegt nur noch ein Stadion, in dem wir Dynamax-Pokémon Geodreh uns rein. Lass uns schnell dahin. Ja, los. So, das finale Stadion hier in Sirchester. Mit den Gesteins-Pokémon. Hey, ihr drei, bringt euch in Sicherheit. Soll das ein Witz sein? Wir sind hier, um dir zu helfen. Oh, ich sehe jetzt erst, wie ihr seid. Sorry. Nun, da Kato hier ist, kannst du dich entspannen.
Ich zerbreche mir die ganze Zeit den Kopf darüber, wie ich mit all dem wild gewordenen Dynamax-Pokémon fertig werden soll. Mit eurer Hilfe wird sich jeder von uns eins dieser Pokémon vorknöpfen. Da wird nichts raus aus dem Kampfplatz. What? Au! Das war sehr effektiv offensichtlich. Okay. Danke dafür. Das war... Ich hab's erst mit Katie versucht und dann festgestellt, ach ja, Boden- und Gesteinsattacken sind ja gegen Feuer-Pokémon relativ effektiv. Ja, aber Tentakel regelt. Klasse Leistung, Leute. Ist auch niemand verletzt? Ui, das war sogar eine ganz schön knappe Sache. Aber ja, mir geht's gut. So ganz allein mit dem Dynamax-Pokémon fertig zu werden, ist eben doch kein Kinderspiel. Bettys hat 3 geschafft. Jetzt heulen wir nicht rum, Hopp. Hehe, dass ich auf dich zählen kann, wusste ich ja schon, Arcator. Aber Hopp, du hast heute bewiesen, dass man sich auch auf dich jederzeit verlassen kann. Wirklich? Man hört solche Komplimente nicht wohl oft. Das würde erklären, warum er ja auf einmal bis über beide Ohren grinst. Ach, so still, nett. Die Pokémon müsst ihr euch keine Sorgen machen. Ich werde mich gut um sie kümmern. Das reicht zwar bei weitem nicht aus, aber um mich bei dir zu bedanken, Arcator, möchte ich dir wenigstens als kleine Anerkennung meine Ligakarte geben. Ey, danke. Dafür. Solltest du bei irgendwas meine Hilfe benötigen, dann melde dich einfach bei mir. Also dann, ich wünsche euch alles Gute und jede Menge Kraft. Alles klar, ciao, Bruder. Ja, das war's. Was jetzt kommt? Was jetzt? Was geht? Was jetzt? Wenn ich mich nicht verzählt habe, hätten wir damit alle Stadien abgehakt, Arcator. Wow, du kannst bis 4 zählen. Glückwunsch. Müssen wir nur noch so bald wie möglich diese beiden Clowns stoppen. Richtig. Wenn wir die beiden nicht schnell genug aufhalten, könnte die ganze Käse nämlich wieder von vorne losgehen. Wollte Professor Sania sich nicht darum kümmern, die zwei ausfindig zu machen? Wenn wir diese Typen das nächste Mal sehen, werden wir sie so richtig fertig machen. Bip, 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 bip. Bip, 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 bip. Klingelt da nicht gerade dein Smart-Rotor, Arcator? Das ist bestimmt Sania. Arcator, ich bin Sania. Ha, bin ich gut. Die beiden Clowns haben sich Zutritt zum Klaustadion verschafft und stehen gerade vor dem Eingang zum Energiewerk. Die Tür dorthin ist zwar verschlossen, aber ich bezweifle, dass die Verriegelung ein ernsthaftes Hindernis für sie darstellen wird. Alles verstanden? Kommt zum Klaustadion und beeilt euch! Ich glaube, Sania hat uns gerade übers Telefon mehr als deutlich gemacht, wie die Lage steht. Also dann, nicht hier auf dem Klaustadion. Let's go. So, Sania, was haben die beiden Clowns vor? Huch, da bist du ja schon wieder. Ich brauche noch eine Sekunde, okay? Irgendwas stimmt nicht, aber ich hab's sicher gleich. Woll! Weil Wolli regelt, Alter. Ja, ich meine, so geht's auch. Link, open. Was? Die Tür wurde entriegelt? Ich wusste schon mal, dass du ein kleines Genie bist, Wolli. Gut gemacht. Woll! Okay. Die beiden Clowns sind da drinnen. Wir müssen vorsichtig sein. Müssen wir eigentlich nicht, denn ich habe gerade Katie noch mal ein paar Bonbons gegeben. Ich glaube, das sollten wir gegen die Stahl-Pokémon ganz gut hinkriegen, oder? Also, ich bin relativ guter Dinge. Ja? Schauen wir. Easy. Fahrradfahren? Nein. Laufen. Oh, laufen, Alter. Hilfe. Aushaltung. Weiter. Ja, ne? Hier hatten wir schon mal das Vergnügen. Oha. Oha. Warum? Wo ist dein Bruder? Es ist dir also gelungen, die Lage in den Stadion wieder in den Griff zu bekommen. Auch die Tiefverriegelung scheint kein Hindernis für dich gewesen zu sein. Nichts anderes hätte ich von einem Champ erwartet. Los, meine Lakaien, etwas Begeisterung über diese ach so mutigen Taten, wenn ich bitten darf. Wow, yeah, amazing, wuhu. Okay. Was stimmt denn mit denen nicht? Ist ja total gruselig. Warum zwingt ihr Pokémon zu deiner Maximierung? Der Grund dafür sind diese Ammenmärchen, denen ihr Glauben schenkt. Aber wir werden allen die wahre Natur von Zerkian und Zamazenta offenbaren. Zerkian und Zamazenta haben Galar von dem Untergang bewahrt. Pah, leichtgläubige Narren. Seit ich denken kann, wurde uns stets als direkten Abkömmlingen der Helden geschuldigt. Doch damit war es schlagartig vorbei, als ihr Unruhestifter Galar vor Endenors gerettet habt. Und dann musste diese Professorin hier auch noch mit ihrem Buch ihren Senf dazugeben.
Ganz genau. Was für eine Scheiße, Alter. Sie sollten sich schämen, Bruder. What? Von einem auf den anderen Tag hat sich die Geschichte geändert. Plötzlich sollten diese Pokémon die Helden gewesen sein. Zu was würde uns das machen, hm? Wollt ihr damit sagen, dass unsere ehrbaren Vorfahren nichts als Lügner waren? Ihr seid tatsächlich die Nachfahren der Könige Galas? In der Tat, so war es stets und so möge es auch auf ewig bleiben. Die Geschichte in ihrer bisherigen Fassung war die Wahrheit und die Wahrheit bedarf keiner Neuinterpretation. Sich lächerliche Geschichten über neue Helden aus den Fingern zu saugen, das ist völliger Unsinn. Das stimmt nicht, ich habe mein Buch nicht gelogen. Ich bin fest davon überzeugt, dass Zekian und Zamazenta schon seit uralter Zeit über die Galar-Region wachen. Wenn dem so ist, machen wir doch eine Probe aufs Exempel, um zu sehen, welche Version der Geschichte die wahre ist. Sollte es sich bei diesen Kreaturen wirklich um wahre Helden von Galar handeln, müssten sie eine geballte Ladung an Galar-Partikeln doch mit Fassung tragen können, oder? Aber klar doch, jetzt dämmert's mir. Der ganze Zirkus mit dem Dynamax-Pokémon, das waren Testläufe für das große Finale. Habt ihr völlig den Verstand verloren? Ihr wollt die beiden allen Ernstes zum Ausrasten bringen? Schön, dass wenigstens einer hier seine grauen Zellen mit Sauerstoff versorgt und mitdenkt. Nur die Erkenntnis kommt leider ein klitzekleines bisschen zu spät. Mein herzallerliebstes kleines Brüderchen trifft oben nämlich bereits die letzten Vorkehrungen, während wir Hunden heiße Luft produzieren. Das lassen wir nicht zu! Ohoho, spielt ihr einfach mit dem Gedanken, den Lift nach oben zu nehmen? Genialer Plan, nur gibt es ein Problem. Zuerst müsst ihr noch an uns vorbei. Let's go, Bruder, Alter. Ich mach dich fertig. Jetzt kannst du dich den Pokémon ergötzen, die ich eigens für diesen Kampf trainiert habe. Ich würde sagen easy, Alter. Easy! Ist jetzt immer noch 3 Pokémon oder bist du jetzt mal... Oh, er hat 4 Pokémon. Oh, er hat 4. 4 Pokémon, ja. Das wird natürlich sehr schwierig. Mit 4 Pokémon haben wir natürlich das ein oder andere Problem. Ach nee, warte, doch nicht. Katie regelt, Leute. Katie regelt. Bam, Alter. Kopfnuss. Into Oblivion. Easy. Hey, come on, Alter. Bring it on, Bruder. Bring it on. Come on, Alter. Come on. Ach, das war dieses Käferstahlvieh, ne? Ah ne, war es doch nicht. Das war das andere Vieh. Okay, how about a Feuerfeger? Ja! Easy. Einfach weggetreten. Deine anderen beiden Pokémon werden es genauso erleben. 82. Ja, ey. Hektas? No. Wrong. Feuerball. Boom, bang, boom. Boom, bang, boom, sage ich. Diesmal wird sich... Oh, diesmal kann er sich trotzdem zurückziehen. Was für eine bescheuerte Fähigkeit, oder? Das ist ja völlig nutzlos. Oh, du, Kles, ist aber sehr stark. Ist aber sehr tot gleich. Feuerball. Und Ende. Boom. Goal. Amazing. Was hast du noch, hm? Was hast du noch, frage ich mich. Ja, wir wissen ja, was er noch hat. Warum hast du es denn so eilig? Lass uns doch in Ruhe Spaß haben. Mir macht es eigentlich keinen Spaß, dich so fortzuführen. Ich meine, du bist relativ schwach und ich werde dich halt einfach fertig machen. Deswegen, Spaß. Entschuldige mal. Kopfstoß! Boom. Okay, das war's. Easy. Und nichts anderes. Hey! Oh, meine noblen Pokémon. Ja, deine erledigten Pokémon, würde ich sagen. Verloren? Ich? Wie ist das nun möglich? Wir haben die Meute vertrieben. Jetzt heißt es ab nach oben. Jede Sekunde zählt. Was war das? Ah, offenbar hat mein Brüderchen ausreichend Zeit, um den Plan zu vollenden. Gehen wir. Okay. Bleibt uns wohl nichts anderes übrig. Ja, gehen wir. Gehen wir, machen wir. Aber erst in der nächsten Folge, Leute. Das große Finale. Denke ich, hoffe ich, glaube ich. Eventuell.
des Postgames steht uns in der nächsten Folge endlich gegenüber ein Giga-Dynamaxtes Zekeaben. Ich bin gespannt, Leute. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Und ciao.